Mal Hand aufs Herz. Kennt ihr den Unterschied zwischen einem Hörbuch und einem Hörspiel? Und was ist eigentlich eine inszenierte Lesung? Und worin besteht der Unterschied zwischen einer Hörspielserie und einer Hörspielreihe? Die Antworten habe ich in diesem Video. Bleibt einfach dran. Glück auf und willkommen zu einem neuen Video. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ihr fragt euch bei dem Thema vielleicht, Mensch, der Unterschied Hörbuch Hörspiel, der ist doch ganz einfach. Aus meiner Erfahrung muss ich sagen, es begegnet mir immer wieder, dass die Leute von einem Hörbuch sprechen und eigentlich ein Hörspiel meinen. Kurzes Beispiel, ich habe vor kurzem eine Anfrage per E-Mail bekommen, da wollte jemand ein Hörbuch machen. Ich habe mir gesagt, kein Problem, schick mal das Skript rüber. Und dann habe ich ein Skript bekommen, was eigentlich ein Hörspiel war. Man hatte mehrere Sprecher, also die Rollen mussten verteilt werden, es wurden Geräusche erklärt und so weiter. Dann habe ich ihn gefragt, wolltest du nicht ein Hörbuch machen? Und als er dann sagte, ja, was, wo ist denn der Unterschied Hörbuch-Hörspiel? Da war mir dann klar, so genau kennen die Leute den Unterschied wohl nicht. Deswegen dieses Video. Fangen wir auch gleich an mit dem Hörbuch. Also, was ist ein Hörbuch? Für mich ist ein Hörbuch eine einfache Buchlesung. Das heißt, man hat ähm, einen Sprecher, der liest das Buch vor, das wird aufgenommen, ihr hört es euch an. Es gibt keine Musik, es gibt kein, äh, keine Hintergrundgeräusche, einfach nur eine Lesung. Der Sprecher kann natürlich seine Stimme verstellen, so viel Rufus weg, ähm, muss er aber nicht, sondern es geht darum, jemand, eine, eine Einzelperson liest euch ein Buch vor. Das wäre für mich das klassische Hörbuch. Was ist dann aber ein Hörspiel? Ein Hörspiel ist für mich ähm, im Prinzip ein Theaterstück für die Ohren. Jede einzelne Rolle hat auch seinen eigenen Sprecher oder Sprecherin. Es gibt Geräusche, wenn man sich bewegt, wenn man in ein Auto, äh, in ein Auto einsteigt oder eine Tür auf und zu macht. Da gibt es für alles ein, äh, gibt es Geräusche. Dann gibt es Hintergrundmusik immer passend zur Stimmung. Vielleicht gibt es sogar noch einen Erzähler. Das heißt, es ist wirklich Kino für die Ohren. Und darin besteht für mich eigentlich der Hauptunterschied zwischen einem Hörbuch und einem Hörspiel. Das heißt, ihr habt ganz viele Sprecher, ihr habt Musik und ihr habt Hintergrundgeräusche. Das ist für mich das klassische Hörspiel. Zu Beginn habe ich ja auch die inszenierte Lesung erwähnt. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Meinungen zu. Deswegen sage ich euch einfach mal meine Meinung dazu, so, so wie ich das empfinde. Und zwar eine inszenierte Lesung ist für mich ähnlich wie ein Hörbuch, nur dass an bestimmten Schlüsselstellen einfach ein bisschen Musik und vielleicht auch mal ein Geräusch eingesetzt wird. Also, wenn ihr zum Beispiel eine Horrorlesung habt und man ist gerade so richtig in der Szene drin und die Sprecherin äh, hat eine richtige Spannung aufgebaut und dann an der richtigen Stelle kommt vielleicht ein Türknarren oder man hört Schritte auf dem Boden äh, und im Hintergrund läuft vielleicht auch so, ja, so eine leichte Gruselmusik. Allerdings, Zurückgenommen und immer nur an ganz wenig ausgewählten Stellen. Da hätte ich gesagt, das wäre eine inszenierte Lesung. Was auch noch ein Indiz sein könnte, wäre, dass mehrere Sprecher vorlesen. Also beim Hörbuch ist es meistens ja immer nur eine Stimme, die dann vorliest. Bei einer inszenierten Lesung könnten es auch mehrere Stimmen sein, die sich vielleicht in paar Teilen bei einem Dialog oder wenn die verschiedene Kapitel haben, dass man da verschiedene Sprecher nimmt. Aber es ist immer noch eher eine Lesung als ein Hörspiel. Und zum Schluss noch einmal der Unterschied zwischen einer Hörspielserie und einer Hörspielreihe. Ihr fragt euch sicherlich, da gibt es doch gar keinen Unterschied. Und wenn ihr da anderer Meinung seid als ich, könnt ihr mir das auch gerne in die Kommentare schreiben. Fände ich super spannend. Für mich liegt der Unterschied einfach darin, äh, ihr kennt sicherlich alle die drei Fragezeichen. Oder John Sinclair oder Jan Tenner. Das sind für mich die typischen Hörspielserien. Ihr habt ein Universum. Wo, wo sich alles abspielt. Ihr habt immer wieder die gleichen Charaktere, die kommen, ihr habt die gleichen Sprecher, ihr habt die gleichen Erzähler. Die Geschichten können unterschiedlich sein, sie spielen aber irgendwie immer in einem Universum oder in einem Zeitraum. So, so könnte man das vielleicht einteilen. Eine Hörspielreihe hingegen ist eigentlich, wie als Beispiel, nehmen wir Dreamland-Grusel von Thomas Birker. Da ist es so, die Geschichten sind alle unterschiedlich, sie finden zu einer anderen Zeit statt, sie finden vielleicht auch in einem ganz anderen Land statt, sie finden in der Vergangenheit statt oder in, in dem Jetzt. Und die Geschichten haben untereinander überhaupt nichts miteinander zu tun. Und da würde ich sagen, wenn so überhaupt keine Verbindung besteht und man kann eigentlich mittendrin anfangen, die Geschichten zu hören, ohne dass ein roter Faden sich da durchzieht von der Geschichte her, dann würde ich immer sagen, ähm, das ist eine Hörspielreihe. Ich hoffe, ich konnte hier einige Fragen beantworten und ihr wisst nun endlich, was ist ein Hörbuch und was ist ein Hörspiel. Wenn es euch gefallen hat, schreibt mir das auch wieder gerne in die Kommentare, würde ich mich einfach darüber freuen. Dann würde ich mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und da habe ich gehört, es soll sehr sinnvoll sein, wenn ihr die Glocke drückt, weil dann bekommt ihr immer eine Nachricht, wenn ich ein neues Video hochlade. Das heißt also abonnieren und die Glocke drücken, würde ich mich echt darüber freuen. Wenn ihr noch Fragen zu dem Thema habt oder ihr einfach grundsätzlich anderer Meinung seid, schreibt mir das auch in die Kommentare, würde ich mich darüber freuen und ich würde es spannend finden, wie ihr das seht. Vielleicht lerne ich ja auch noch was dazu. Ansonsten bleibt mir noch zu sagen, ich wünsche euch viel Spaß, hört Hörspiele und wir sehen uns in dem nächsten Video.